Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trucker Lumpy. Jo, wir stehen jetzt in Dortmund und haben eine Tour nach Frankreich. Das geht jetzt erstmal nach Frankreich. Jo, wir laden haben wir 17 Tonnen an Möbeln. Ja, und ich würde sagen, wir düsen los, wa? So. Den Gang sollten wir einlegen, wa? Ja, haben wir sogar eine Anschlusstour gefunden. Fällt mir nämlich gerade ein. In der letzten Folge sind wir ja genau hier. Hat die letzte Tour ja genau hier geendet. Ja, und jetzt geht's von Dortmund nach Frankreich. Juhu! So, kleiner Augenblick. Wenn mich mein Kreuz nicht gerade umbringen würde. Oh Gott. Naja, man sollte die Augen aufmachen, ne? Wenn man mit Fahrrad unterwegs ist. Ehrlich, ich habe gedacht, mir reißt jemand persönlich das Kreuz raus. Wo ich dieses Schlagloch oder dieses kleine Loch getroffen habe mit dem Hinterrad. Und ich mir dachte, okay. Ja, mittlerweile ist ja auch Metropole Ruhr draußen. Könnt ihr mal in den Kommentaren runterschreiben, wie ihr persönlich, also wenn ihr Metropole Ruhr besitzt, was eure persönliche, ehrliche Meinung ist. Nicht? Könnt ihr mal drunter schreiben? Meine Meinung kennt ihr ja. Demnächst kommt ja dann die nächste Linie. Dann fahre ich ja für euch die Linie 188. Vom Oberhof zum Moviepark. Ey, sag ja, es ist schlimm. Junge, guck doch vorher in den Rückspiegel. Slowake. Na, du hast du die Dinger rechts und links. Aber ich würde sagen, wir werden diese Folge hier zweiteilen. Bis nach Frankreich.
Ich hoffe mir nur, ich habe mir jetzt an den Kreuz eine schlimmere Ditte an, ey. Nicht, dass ich mir das Kreuz geprellt habe. Das wäre natürlich richtig scheiße. Weil momentan weiß ich jetzt echt nicht, ob ich sitzen oder liegen soll. Na, schön, dass du mir in die Karre fährst. Hat sich jemand gedreht. Hä? Was ist denn jetzt hier für ein Autobahnkreuz? Hä? Bin ich hier irgendwo falsch abgebogen, dass ich hier wieder runter muss? Was? Navi, was machst du hier mit mir? Hä? Und dann da wieder hoch, um da... What? Bin ich irgendwie falsch gefahren? Kann das sein? Wir irgendwo eine Abfahrt verpasst haben? Weil ich wieder mal zu viel gequatscht habe? Sieht danach aus. Keine Ahnung, was das Navi hier mit mir hier macht. Verwirrung pur gerade. Ja, ich glaube, wir sind da aber trotzdem immer noch richtig. Ja, Navi wird schon wissen, was das macht. Na gut, okay, beim Navi kann man sich auch meistens nicht immer sicher sein. Ach du Scheiße, wir hätten hier... okay, fahren wir halt einen etwas längeren Weg. Über Dieseldorf.
Haben wir schon mal gleich mal Düsseldorf entdeckt. Ach nee, immer diese Ampeln hier. Den Renault-Händler haben wir entdeckt. Na Mensch. So, dann geht's halt über Köln nach Frankreich. Naja, mein Gott, der kleine Umweg. Halt über das Kreuz Leverkusen. So. Da hinten schon wieder runter von der Autobahn. Oh, ich sag hier ein Wirrwarr. Jetzt über Köln, Bonn, Aachen, Koblenz, okay. Also über Koblenz. Was? Koblenz, Bonn, Aachen. Mhm. Das Mario spielt um sie. Ah ja, interessant.
Hä? Stand da eben Lüttich in Klammer Leech? Ist Lüttich, Leech, die belgische Form von Lüttich? Kann das sein? Wenn das jetzt da so drauf stand? Darum steht es auch nochmal Lüttich in Klammer Leech. Hm. Wie gesagt, mit Geografie und Städte und so habe ich es nicht so. Brüssel, Lüttich, Aachen. Mhm. Also erst kommt Aachen, dann Lüttich, dann Brüssel. Kann das sein? Dass man die Schilder eigentlich so liest, also nicht so wie wir sie lesen. Eigentlich liest man sie von unten nach oben. Kann aber auch nicht sein, weil da vorne schon die belgische Grenze ist. Hm. Aber dann müsstet ihr hier nach Aachen abgehen. Ja, Aachen, ja genau, die. Die schon Aachen, Lüttich, Brüssel. Schlafplatz brauchen wir noch nicht. Ja, dann sind wir schon mal mittlerweile in Belgien. Och nee. Ja, hätte ja sein können, dass wir hier noch eine Spur haben. Was, hier dürfen LKWs sogar 90 fahren in Belgien? Na, dann machen wir das doch mal. Und schneller sind wir am Ziel. Wir sollten aber doch mal langsam bald meinen Rastplatz anfahren. Was kommt bald einer? Ich hoffe, wir folgen dem Navi richtig. Was ist das hier? Flughafen? Ja, da kommt ein Flieger sogar rein. Aber das ist wie immer, wie es ist, ne? Braucht man Rastplatz, ist keiner in der Nähe. Das ist wieder mal so typisch.
Handy, halt die Klappe. Du siehst doch, dass ich ja aufnehme. Also warum meldest du dich, Handy? Schämst du ja nicht, Handy? Mal, kommt hier bald mal ein Rastplatz? Oder gibt es hier keine in Belgien? Okay. Eigentlich müsste der Retarder eingreifen. Normalerweise müsste der Tempomat ihn komplett auf 90 halten. Ja, Kollege, wärst du früher... Ne? Ah, da vorne ist ein Rastplatz. Sehr schön. Na, siehst du. Das ist doch schon mal schön. Wir sind gerettet. Dort können wir danken. Und schlafen gehen. Und die Folge teilen. So. Dann wollen wir mal 5 Kosten tanken, ne? Wie viel haben wir denn schon mittlerweile? Oh, 57.000. Sehr schön. Ja, kommt gut was zusammen. Noch mal drücken. So. Stellen wir uns hier mal hin, wa? So, meine Lieben, das ist Teil 1. Teil 2 folgt zugleich. Und ja, ich sag hier schon mal Tschüssikowski, bye bye. Bis zum nächsten Mal im Teil 2. Und ja, das war's erstmal. Wie gesagt, demnächst kommt noch wieder eine Folge Omsi. Und ja, wie gesagt, mit dem Auto Truck Simulator machen wir schön weiter. Und ja, wie gesagt, ihr kennt das ja alles, ne? Abo, Daumen und so weiter und so fort.
Ja, und damit sage ich Schütikowski, bye bye. Euer Lumpi.